Winterreifen sind aufzulegen beim heutigen Spiel. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Es schneit, aber gespielt wird trotzdem. Ja, aber diese Platzverhältnisse, Wolf, die stellen mal eine echte Herausforderung dar. Aber die HSV-Fans werden ja des Öfteren von den St. Pauli-Anhängern aufgezogen, weil sich das Volksparkstadion in unmittelbarer Nähe einer Müllverbrennungsanlage befindet. Und das ist eine Steilvorlage. Und in der heutigen Partie heißt es HSV gegen Borussia Mönchengladbach. Die Gäste zuletzt mit offensiv richtig starken Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Und die Fans hoffen natürlich, dass heute in diesem Spiel so weitergemacht wird. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Offensiv ausgerichtet sind sie heute mit dem 4-5-1. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Was soll man zum Hamburger SV sagen? Das Gründungsmitglied der Bundesliga hatte in den letzten Jahren doch so einige Probleme. Anspruch und Wirklichkeit, sie liegen in Hamburg weit auseinander. Das kannst du wohl sagen, Wolf. Dabei liegt der HSV in der ewigen Tabelle der Bundesliga nach wie vor ziemlich weit vorn. Aber die großen Zeiten, die sind eben vorbei. Buschi, was erwartest du von der heutigen Gastmannschaft? Im Moment ist ihnen wirklich alles zuzutrauen. Sie sind so gut in Form, dass es extrem schwer ist, sie zu schlagen. Jetzt müssen sie versuchen, diese Form irgendwie in den nächsten Wochen zu behalten. Aaron Hunt. Das könnte gefährlich werden. Gute Flanke. Mit der Faust kann er hier retten. Iličević. Da ist der Ball weg. Da wird er gestört. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Christensen. Jetzt Hinterecker. Holtby. Jetzt schießt er. Der Ball geht an die Latte. Und er gibt Elfmeter. Er macht das Tor. Guter Elfer. Sauber versenkt. Den verwandelt er sicher. Und da hat er seine Nerven im Griff und trifft vom Punkt. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt wird's gefährlich. Da kommt der Schuss. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Eckstoß also. Den Ball faustet er weg. Guter Einsatz.
Holtby. Ibrahima Traoré. Jetzt müssen sie aufpassen. Schießt er ihn rein. Tolle Aktion vom Torwart. Die Fahne geht hoch, abgepfiffen. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Holtby. Kurz. Jetzt sind sie am Ball. Aaron Hunt. Kutcher. Dahoud. So, das ist abseits, brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Kleber. Sakai. Holtby. Tolle Flanke. Gut mitgespielt vom Torhüter. Er fängt den Ball ab. Das könnte die Chance werden. Schuss. Und das war hier richtig knapp. Kann man wohl sagen, etwas mehr Glück im Abschluss und das Ding wäre drin gewesen. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du... Ilicevic! Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Aaron Hunt. Dirmic. Ilicevic. So natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Dahoud. Und nun ein Schuss. Kein Problem für den Torhüter. Da konnte er sogar stehen bleiben. Ilicevic. Stindl. Und jetzt ein Schuss. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Was meinst du, Buschi? Hat das Wetter den Torhüter hier beeinflusst, beeinträchtigt? Ja, ich glaube schon. Aber das als Ausrede zu nehmen, das ist mir zu einfach. Das kann er besser lösen. Wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Nikolai Müller. Götz. Dirmic. Jetzt wird es Ecke geben. Und jetzt die Gelegenheit, nochmal auf diesen Treffer zu gucken. Was für ein Strahl. Hier aus dem Strafraum abgezogen ins linke Eck. Kein guter Abschluss. Er hat den Ball einfach nicht richtig getroffen. Na, Wolf, da macht ihm schon der Schnee zu schaffen. Das dürfte zumindest einer der Gründe gewesen sein. Götz.
Aaron Hunt. Hinteregger. Jetzt unterbricht er hier das Spiel. Ja, weil da ein Spieler liegen geblieben ist. Das sieht nicht wirklich gut aus. Gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Der verletzte Spieler hat jetzt das Spielfeld verlassen. Und die Partie wird mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt. Jetzt schießt er. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Katscha. Kein Team hat bisher entscheidend die Nase vorne hier. Es steht zur Pause 1:1. Ich sag's mal so, bei dem Wetter konnte man fast schon erwarten, dass es Verletzungen geben würde. Ne? Ja, der Untergrund ist wirklich nicht einfach zu bespielen. Ein falscher Schritt, einmal kurz weggerutscht und dann ist es passiert. Klasse Leistung heute und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Das sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Wendt. Dürmitsch. Nikolai Müller. Wendt. Branimir Gota. Da kommt der Schuss. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Da verhindert der Torhüter gekonnt den Gegentreffer und damit auch den Rückstand. Stindl. Tor! Und damit führt sie hier. So, jetzt gibt es natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Gute Ecke, sehr guter Kopfball und der Ball ist drin. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Das war einfach. Und er hat den Ball. Dahoud. Macht er ihn. Klasse aufgepasst vom Torwart. Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für den HSV. Dann geht es auswärts gegen Eintracht Frankfurt. Da sind wir natürlich mit von der Partie, ist doch klar. Ganz starke Flanke. Über die Torauslinie, Ecke. Wir sehen hier das nächste Spiel der Gladbacher eingeblendet. Buschi. Es geht gegen den 1. FC Köln im nächsten Spiel in der Bundesliga. Sonderlich schwer sollte das nicht werden. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten.
Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Gut aufgepasst, er hat die Flanke. Den muss er jetzt machen. Der Ball wurde weggefaustet. Ibrahima Traoré, wie macht er den denn rein? Sie kommen heute häufig zum Abschluss und so kommt dieser Treffer dann auch nicht sonderlich überraschend, Buschi. Nee, es überrascht mich eher, dass die anderen da nicht mehr entgegenzusetzen haben. Also, das sind Millimeter, die hier dafür sorgen, dass der Ball doch noch ins Netz geht. Genau gezielt. 3-1 heißt es also jetzt. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Schnell ausgeführt, dieser Einwurf. Und nun Raphael. Jetzt gibt Raphael! Den hält er super! Es gibt Ecke. Da kann er klären, gut aufgepasst. Branimir Goda. Und nun ein Schuss. Der Ball ist drin. Da macht der Joker sein Tor. Glückliches Händchen vom Trainer. Jo, eigentlich haben wir hier zwei in etwa gleich starke Mannschaften, aber wie das so ist im Fußball, der aktuelle Spielstand spricht eine andere Sprache. In der Tat, Wolf, du musst deine Chancen eben nutzen, ansonsten kann das ganz schnell gehen. ...4-1 jetzt also. Giroud. Branimir Goda. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Freistoß schon ausgeführt. Und da ist das Tor. Über weite Strecken waren sie das bessere Team und jetzt spiegelt sich das auch im Ergebnis wieder. Ja, das Tor ist absolut verdient. Sie haben das Spiel hier wirklich im Griff. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Schön viele Tore heute. 5-1 jetzt und wer weiß, ob das schon alles war. Viel zu hören ist hier nicht mehr von den Rängen. Entspricht aber auch ein Stück weit der Leistung der Mannschaft. Ne? Ja, die sind einfach schlecht. Da muss man nicht drum rumreden. Christensen. Dahoud. Er versucht's. Trifft er, ja, drin. Tor. Und
ein weiteres Tor. Sie scheinen das hier bis zum Ende ganz seriös durchzuziehen. Keine guten Nachrichten für den Gegner. Nee, Wolf, nicht wirklich. Die haben jetzt alle Hände voll zu tun, um eine noch höhere Pleite zu verhindern. Also hier sieht man noch mal ganz deutlich, der Torhüter dachte, der Ball geht an die Latte. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Kleber. Katscher. Gefährliche Flanke. Giroud. Ibrahima Traoré. Aaron Hunt. Wendt. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Adler. Jetzt gibt es einen Einwurf. Jetzt wird es den Wechsel geben. Ibrahima Traoré. Wendt. Und jetzt der Schuss. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Jetzt gibt es Eckstoß. Sogar. Shiplock. Der Ball kommt. Oh, da kam die Flanke rein, aber es ist keiner da. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Schussversuch. Jetzt zeigen sie immerhin Charakter und versuchen zumindest wieder etwas ranzukommen. Johnson. Da kommt der Schuss. Ganz stark abgeblockt. Jetzt ist Schluss. Der Schiedsrichter pfeift diese Begegnung ab. Eine einseitige Partie heute. Fast ein bisschen langweilig. Der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung. Sehe ich auch so. Sie haben dem Spiel den berühmt-berüchtigten Stempel aufgedrückt und der Gegner konnte damit nicht umgehen. Guter Auftritt, verdienter Sieg für Sie. Sie haben heute wieder mal gezeigt, wie stark Sie vor allem in der Offensive sind.